Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu World of Warships. Heute mit dem Randy und der Atago. Hallo. Ja, heute spielen wir mal Tier 8, Atago, mal für zwischendurch ein bisschen EP farmen. Hast du ein Schiff? Mehr oder weniger Atago. Was könnte ich denn gegen die Atago ersetzen? Ist das eine T7? Ne, was? Mal die. Na, ja, dann halt eine T8 von mir aus. Ach so. Gut. So, lädt. Moment. Da dann. Was ist los hier? Findet er nichts oder was? 27, 28, 29. Jetzt. Oh. Die Map? Ach, die haben sie entfernt. Ich das schon wieder sehe. 2 Tirpitz, 3 Atago. Auf dem Gegner irgendwie wird die Atago immer mit diesen, mit denen zusammengewürfelt. Mit der Premium. Naja, bin der Schwächste. Ja. Tier 9er japanische Kampfschiffe dabei, das ist hart. Tier 10er, die Yamato fährt mit. Oh nee. Nicht ernsthaft, oder? Nicht die Yamato. Tja, ich habe keine Ahnung, wo fahren wir hin? Die Karte ist scheiße. Ich fahr aber links hoch. Hier unten hast du gar keine Deckung. Ich überlege, ob ich Hai oder AP schieß. Bin mir bei der immer extrem unsicher. Kann man auf jeden Fall die Aufmerksamkeit von denen. Also für den Chat. Ja. Wir sind ein Troll-Squad? Warum sind wir Trolle? Und diese T5 killt alle Schiffe. Oh Gott. Okay, that's nice, fuck you all. Immer diese Liebe! Da 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 da.
Ist klar, ne? Wo steht nur der Hälfte, was die schreiben? Naja. Ist auch nicht erwähnenswert. Oder ist der eine, der schon reporten wird? Jo. Hätte leider mit dem T1 kommen können. Oh, dann damit ist die Yamato. Nicht gut. Yamato nicht gut. So, mal gucken. Randy, hast du schon was gerissen? Ich schieße gerade. Toll, jetzt ist das Ding kaputt. Mhm. Aber da kommt noch mehr. Fahr zurück zu unserem Spot. Mhm. Da unten ist Natago. Die hat sich von hinten rangeschlissen. Beschissen? Hm? Beschissen? Wie beschissen? Geh mal weg hier. Weich mal aus. Was denn du? Ja, du warst die ganze Zeit auf den Kurs und jetzt schlägst du halt ja, ich muss ja da trotzdem da runter. Da unten meinst du. Da bei der Benson. Ich glaube, jetzt chillt aber ihr alle im dort durch, oder? Ja, die hat keinen Bock, glaube ich. Ich glaube, die will sich mit der Yamato battlen, aber ich habe keine Ahnung, ob das. Na gut, ich hätte auch keinen Bock. Also 70 Euro für so ein Schiff ausgeben. Dann noch mit der spielen, könnte ja kaputt gehen. Aber willst du dich erstmal aufregen? Warum man Tier 5er hier dabei hat? Nee. Ich habe ja Torpedos mit 10 Kilometer Reichweite. Ach, du musst ja eigentlich die haben gegen die Yamato. Ich weiß nicht, ob ich mich ranschleichen kann. Da siehst du es, die Atago. Wie die Torpedos das Feuer auf mich lenkt. Ach, nach Euphrasien brauchen die es eigentlich gar nicht, weil solange das funktioniert, ne? Ja. Das ist cool, mit so einem Zerstörer, so einem T1-Zerstörer, Alter. Da so 30, 35 Knoten hat. Da kannst du noch gut ausweichen. Welche Reichweite die schießen, ne? Ich wurde schon mal entdeckt. Oh, ich hab die auch in Reichweite. Wir schauen einfach mal drauf. Ist die 12,8?
Oh, bin mal getroffen. Und ich mach 0 Damage, nicht mal mit. Sogar mit HE. Oder jetzt 500 Damage. Oh, den Schlag habe ich sogar überlebt. Mhm. Aber ich werde jetzt schon von zwei Seiten angegriffen. Das ist noch eine. Moment. Oh, ich hab's. Das ist noch eine Atago. Oh ja, das sind zwei. Den zweiten Schlag habe ich überlebt. Bin beeindruckt. Selbst den dritten Schlag habe ich überlebt. Jetzt nicht mehr. Aber egal, ich habe 5000 Damage ausgeteilt. Das ist doch nice. Ja, mit 24.000 gehör ich ja eher zu den Lohren, ne? 40.000. Och, finster! Ich fährt genau meine Torpedos. Da hat leider mal das Doppelte. Drecksau ist durchgefahren. Au. Jo, ich werde gerade richtig schön hier rangenommen. Sekundärgeschütze von denen, ja. Die Torpedos sind fix. Aber die sind zu retten. Ja, ich merk's gerade. Das war's für mich, shit. Schießen. Nein. Shit, 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 shit. So, können sie sich weiter aufregen, die Bobs. Aber ich will trotzdem mal gucken, wo ist denn die Yamato? Oh, die Yamato haben sie aber schon richtig runtergeschossen. Oh, die Yamato ist down, krass. Ist aber auch einfach Kampf. Also die Amagi ist ja auch, ey, Alter, ein Pott. Mhm. Wahnsinn. Huch. Dann doch mal das Gewinn. So, mal gucken, der wird wahrscheinlich auf die Amagi jetzt gehen. Wow.
Der Tago, die ist aber sehr mutig hier, ey. Geht ja voll rein. Wow! Vernichtender Schlag, krass. Das ist krass. Ein Dienstspot ein, das ist natürlich auch nicht schlecht. Sieht der die Türbits nicht vor ihm? Das Interessante ist ja mit diesem Detonationsgedöns, wenn du ja ihn reingedrückt bekommst, kriegst du automatisch so ein Paket halt, weil solche Flaggen drin sind, die dann minus 100% Detonationsschaden machen. Also wenn dich jetzt einer wirklich im Munitionsbunker triffst und du platzt sofort, kriegst du halt so ein Paket, da sind halt 5 Flaggen drin für 5 Matches. Wo du dann halt minus 100% Detonationsschaden hast. Sprich, da könnte das nicht mal passieren. Naja. Sag mal, sieht die Türpitz die andere Türpitz nicht? Ach, der ist AFK, oder? Der schießt ja gar nicht. Das ist wahrscheinlich AFK, stimmt. Das ist krass. Alter, das ist ja hart. Die Tierpitz hat Torpedos? Okay. Die Tierpitz Tier 8, das deutsche Battleship hat Torpedos. Aber nicht im Original. Das ist ein Premium. Ja, aber ich meine jetzt Original. Also die originale Torpedos. Echt lärm damals. Ja, definitiv nicht. Bestimmt. Nee. Ich denke schon, oder? Bitte wärmer. Meine Freunde, haut in die Kommentare rein. Aber, naja. Gut, das Problem ist, die Torpedos ist halt nicht großartig im Einsatz gekommen. Ja. Deswegen, das macht der Typ, so der nicht schießt. Er hält sich an diese reale Geschichte. Die stand halt die ganze Zeit noch rum. Das ist geil. Ich kaufe jetzt Premium-Schiff für 40 Euro, um dann die Real Story zu spielen, Baby. Ja, ja. Ich habe zwar nie meinen Satz, deswegen bleibt sie auch hier stehen. Das ist gut. Also wäre ja schön, wenn die noch 40 Euro gekostet hätte. Für 40 Euro hätte ich sie mir auch. Es kam die 60 oder so, ne? Ja, irgendwas um die 60, ja. Bis sie dann rausgenommen. Auf jeden Fall spannend, ey. Ich finde auf den hohen Tierleveln gut. Wir sind die hohe Tierlevel auch noch nicht gewohnt. Ist klar, da spielen die alle ein bisschen anders. Rennen die mit Tier 5 dabei. Ist auch blöd. Ich muss mal schauen, dann wäre ich wahrscheinlich eher, wenn ich im Livestream wäre, ich halt mit der Atago mal fahren oder so. Aber ich will die Atago ja eben auch mal spielen. Das ist halt das immer, ne?
Da hat er nichts getroffen gerade. Schon wieder Torpedos geschossen, die Tirpitz. Das ist natürlich ein krasses Feature, Alter. Der holt auch eine nach der anderen, ey, mit der Tirpitz. Das ist der Wahnsinn. Der hat schon 4 Schiffe versenkt. Den letzten holt er auch noch. Aber wir haben gewonnen. Nee, das finde ich gut. Uns war es zwar nicht zu verdanken. Ja doch, ich habe 5000 Schaden ausgeteilt. Ja. 5000 von, auf was habe ich geschossen? Auf die Attacke von 50.000. Nett. Was? Nee, oder? Gewonnen oder unentschieden? Krass. Das ist krass. Ja, Leute. Unentschieden. Super, oder? Naja, in diesem Sinne verabschieden wir uns auch. Und sehen uns morgen wieder. Schaut bei Reddy vorbei, lasst das Däumchen da. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.